Na, guten Morgen, meine Lieben. Es ist Montag und ihr werdet euch wundern, wieso hier so viele Autos rumstehen. Wir sind in Bamberg. Wir beginnen unsere Woche heute in Bamberg. Wir haben ja unsere Woche in Bamberg beendet, sind mit dem PKW nach Hause gefahren. Und dann bin ich gestern hier runter wieder. Habe jetzt nochmal schön 9 Stunden Pause gemacht und beginne mit frischer Schichtzeit hier in Bamberg meinen Tag, meine Woche. Wir fahren diese Woche Bad Rodach München. Mal sehen, wie wir das hinkriegen. Ich denke, das werden wir schon wuppen. Kriegen es andere hin, dann kriegen wir das auch hin. Also meine Lieben, jetzt müssen wir erstmal einen Auflieger suchen und dann auf nach München. So, meine Guten, den Auflieger haben wir gefunden. Der kommt gerade erst, wo auch immer her, keine Ahnung. Ist mir aber auch egal. Wichtig ist, dass der Auflieger da ist. Alles andere ist mir wurscht. Und wir fahren jetzt mit dem Auflieger nach München, melden uns an. Dann fahren wir auf den Trailerjard, stellen den Auflieger hier hin, nehmen einen anderen Auflieger, laden den ab, laden Leergut. Mit dem fahren wir dann nach Bad Rodach, laden das Leergut ab, laden wieder und dann machen wir Feierabend. So, und das Spiel machen wir jeden Tag. Den wir dann in Bad Rodach geladen haben, den stellen wir in München ab, nehmen einen anderen, laden den ab, laden Leergut, fahren nach Bad Rodach und so weiter und so fort. So, mal gucken, wie das läuft diese Woche. Lassen wir uns mal überraschen, wie das läuft diese Woche. Ja, ich würde sagen, wir werden sehen, wie es läuft. Werden wir schon irgendwie hinkriegen. Bis jetzt haben wir jedes Kind in den Brunnen geschmissen, was wir geschaukelt haben. Oder so ähnlich. Oder so ähnlich. Bis jetzt haben wir jedes Kind geschaukelt, was im Brunnen lag. Nee, werden wir schon hinkriegen, denke ich. Es gibt Schlimmeres. Das wird eine wüste Tauscherei diese Woche. Keine Ahnung, warum das so ist, aber wenn sie das so wollen, dann machen wir das halt so. Das ist so ähnlich wie bei den Bösen. Leipzig, wo wir da hier immer die Auflieger getauscht haben und hin und her und aufgeladen, abgeladen, umgeladen. Und dann sind wir mit einem von denen nach Leipzig gefahren, haben abgeladen, Leergut geladen, sind wieder zurückgefahren. So ungefähr ist das hier auch. So, ja, der kam, ich habe gestern Abend schon mal geguckt, aber da war er noch nicht da, da habe ich ihn nicht gefunden und dann habe ich vorhin geguckt, da stand er da mit der Suchmaschine noch dran, war gerade über dem Absatteln.
Ja, und wir haben jetzt aufgesattelt und fahren jetzt nach München. Dann satteln wir um, laden ab, laden Leergut, fahren nach Bad Rodach, laden ab, laden Leergut abladen und dann machen wir Feierabend. Oder mal gucken, wie viel wir dann noch Zeit haben. Das wird sich finden. Meine Guten, jetzt sind wir doch schon am Kreuz Fürth-Erlangen. Geht's doch schon auf die A3, also es geht doch zügig hier. Bis jetzt hat noch nichts geklemmt. Guckt mal, wie schön sie das alles umgebaut haben hier. Das haben sie ja riesig großzügig hier umgebaut, mein lieber Mann. Schaut euch das an hier. Bombastisch. Also ich muss sagen, die haben sich wirklich richtig Mühe gegeben, auch mit der Gestaltung und so. Da drüben die Brücke, die leuchtet nachts. Haben sie wirklich schön gemacht, kann man nicht anders sagen. Da hat sich die jahrelange Baustelle gelohnt. Also die Schmierereien, die schon wieder überall sind an den Brücken. Oh, ich hasse solche Schmierereien. Sehr schön haben sie das alles hier gemacht. Wunderbar. Gefällt mir. Gefällt mir. Hier noch ein bisschen wieder aufgelöst. So, und hier müssen wir jetzt runter. Rumänen grüßen nie. Aber das siehst du ja vorneweg nie, ob es ein Rumäne ist oder nicht. Aber es war garantiert einer. Die Linie fahren nämlich viele Rumänen. So, und hier müssen wir links bleiben. Habe ich so in Erinnerung. Hier geht's zum Olympiapark.
So, durch den Tunnel fahren wir nicht. Weil ich mir da nicht sicher bin. Was machst du jetzt hier? Neue Berechnung der Route, was soll das? Also mit diesem Ding komme ich nicht zurecht. Ich stehe auf Kriegsfuß mit dem Navi von hier, vom Betrieb. Jetzt willst du mich hier wieder zurückschicken. Sag mal, geht's noch? Alter, das ist ein grottiges Teil. Ich will ja geradeaus. Ich will ja gar nicht um die Kurve rum. Ich muss ja geradeaus. So. Nach vorne in den Tunnel reinfahren können, ne? Wenn wir eh hier im Tunnel rauskommen. So, und hier müssen wir irgendwo rechts. Und die Trulla hier, die dreht am Rad. Gut, dass ich mein Privates noch dabei habe. So, und jetzt geradeaus. Ja, ich weiß, warum die hier am Rad dreht, weil hier alles für über 7,5 Tonnen gesperrt ist, außer Lieferverkehr. Aber das mit dem Lieferverkehr weiß die nicht. Über 3,5 Tonnen. Aber da stand dran Lieferverkehr frei. Und wir sind ja Lieferverkehr. Da vorne ist der Funkturm. Seht ihr, ne? Zweieinhalb Kilometer, dann sind wir da. So, und ein Kilometer müssen wir dann links. Dann müssten wir dann da sein. Wollen die uns hier verarschen mit den roten Ampeln oder was?
Mitten durch München. Ja, das BMW-Werk ist ja auch so gut wie mitten in München. Erst 30 von 7 bis 18 Uhr. Das kriegt man hin. Ich würde jetzt eh nicht schneller fahren wollen, weil ich ja jetzt hier erst einmal suchen muss. Hier gibt es Kinder. Deswegen ist hier 30, weil es hier Kinder gibt. Na schön. Nimm die Finger von der Ampel. So, Freunde, da vorne an der Ampel müssen wir links. Hier müssen wir links. Na, ich bin ja gespannt, wo das ist. Da müssten ja noch mehr LKWs stehen, wenn das die Anmeldung ist für BMW. So, meine Guten, dann verabschiede ich mich erstmal von euch. Wir sind nämlich gleich da und ich werde berichten. Bis dann. So, meine Guten. Das hat ja wunderbar funktioniert hier. Ich habe mich richtig gut zurechtgefunden. Und wo ich es nicht weiter wusste, konnten sie mir auch was erklären. Die sind ganz freundlich hier, die erklären dir hier alles. Also alles kein Problem. Alles im grünen Bereich, wollen wir mal so sagen. So, und jetzt fahren wir nach Bad Rodach laden. Nee, erstmal abladen, dann laden. Und dann ist Feierabend. Dann machen wir unsere Schotten dicht. Der wollte nicht, der Meiner hat gestreikt. So, hier die nächste gleich wieder links. Also es ist sehr gut zu finden hier.
Hier stehen ja überall Blitzers. Überall stehen hier Blitzers. Sind die vier Zylinder von BMW. Hier ist der Olympiapark, das Olympiastadion. So, was steht denn jetzt hier drin? Nürnberg. Hier geht's nach Nürnberg. Guck, da ist der, da sind die vier Zylinder von BMW. Ich jetzt wieder mal einmal mit der Kirche ums Dorf geschickt, hier ist Schneckel. Habe ich das Gefühl. Aber wir sind auf der richtigen Spur. So, und dann machen wir nämlich da oben gleich Feierabend. Hier kommt der Petuel-Tunnel, da sind wir vorhin dran vorbeigefahren oben. Oder sind wir hier durchgefahren? Ne, ich weiß es gar nicht. Doch, ich glaube, wir sind hier durchgefahren. Oder sind wir dran vorbei und dann durch den anderen durch hinten. Ach, ich weiß es doch auch nicht. Ist doch auch wurscht. Hauptsache, wir kommen irgendwo an heute. Alles andere ist egal. So, und dann wollen wir doch mal schauen, wie weit sie mit der A6 sind. Mit dem Umbau vom Kreuz Nürnberg Ost. Das kommt da jetzt gleich. Ja, da vorne kommt's doch schon. Hier kommt der feuchte Rasthof und dann kommt schon das Kreuz Nürnberg Ost. Es scheinen schon einigermaßen weit zu sein hier. Hier bauen sie eine Brücke über das Tal.
jetzt kommt doch gleich hier das Kreuz. Das war ja hier erstmal Raststätte. An der Raststätte bauen sie eine Brücke übers Tal. Da wollen sie wahrscheinlich auch eine separate Einfahrt einbauen und die Autobahn weitermachen. Vermute ich mal ganz stark. So, und jetzt zeigt doch mal, wie weit ihr seid hier. Ist doch schon das Kreuz Nürnberg hier. Kreuz Nürnberg-Ost haben wir gar nichts gemerkt davon, ne? Aber hier ist Kreuz Nürnberg, bauen sie wahrscheinlich auch um. Oder ist das Kreuz Nürnberg-Ost hier? Ne, das ist hier das Kreuz Nürnberg-Ost. Haben sie schon wieder eine andere Verkehrsführung. Deswegen war ich irritiert. Da ist doch die 6. Hier irgendwo ist doch die 6. Unter uns. Guckt mal, wie schön sie das machen hier. Und warum staut es da drüben jetzt? Keine Ahnung. Noch wie die Wilden, da rechts. So, seht ihr, buddeln sie noch überall. Habt ihr es gesehen? Ach. Hier bauen sie eine Kanalisation ein. Parkplatz gesperrt, na toll. Ich wollte eh nicht drauf. So, jetzt brauchen wir noch 2 Stunden. Dann haben wir knapp 2 Stunden 10 weg. Das heißt, wir haben noch 20 Minuten zum Entladen und Beladen. Das langt. Also Lenkzeit, reinfahren, rumfahren, rausfahren. Dann stellen wir uns eh gleich dorthin und machen dort gleich Feierabend. So, meine Freunde, jetzt ist hier Senseschluss aus Feierabend. Klausi geht jetzt ins Bett. Nee, ich esse erst noch Armbrot. Guck noch nach euren Kommentaren. Werde da noch ein bisschen Kommentare beantworten. Werde noch ein bisschen Snooker schauen. Heute ist nämlich Weltmeisterschaftsfinale in Sheffield. Bloß für jemanden, falls es jemanden von euch interessiert. Aber ich glaube, ihr seid gar nicht so Snooker.
Snooker-Fans wie ich. Also wer es nicht weiß, Snooker ist sowas ähnliches wie Billard, bloß ein bisschen besser. Also meine Lieben, ich wünsche euch einen schönen Abend, eine gute Nacht, eine stau- und knitterfreie Fahrt. Haltet schön eure Stoßstangen sauber. Und morgen früh um 6 geht's los. Tschüss.